Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu einem Ausmusfilm. Ich habe heute mal spontan Lust auf einen kleinen Filmscreen. Also so ein kleines Mittagessen. Weil ich habe da was Leckeres rausgesucht, was ich gerne mal nachmachen möchte. Ja, der Ton funktioniert mehr als genug. Ja, wir wollten mal kurz nachgucken unter den Rezepten. Und zwar hatte ich nämlich mir auf die Merkzettelliste der Kuchen letztes Mal für übrigens sehr, sehr lecker. Den muss ich mir nochmal notieren. Der war wirklich sehr, sehr lecker. Ihr glaubt es nicht. Also der war wirklich sehr, sehr gut. Mit der angeblichen Buttermilch und wir haben das ohne gemacht. Mal kurz einspeichern, ne? Das habe ich nämlich ganz vergessen. Also wir wollten sowas wie karamellisierte Feigen mit Ziegenkäsehaube machen. Also sowas in etwa. Man kennt ja dieses mit Speckmantel und sowas, aber ich glaube, das waren Datteln oder so. Ich wollte auf jeden Fall so eine kleine Kombo machen mit Ziegenkäsefeigen und ich habe das noch nie gemacht. Also ich dachte, let's go, wir probieren das mal aus. Hier, live. Und in Farbe. Draußen sind sie da schön irgendwie. Irgendwie habe ich ein Kleid an, was aussieht wie ein Nachthemd. Also, tut mir leid, aber es ist ein Kleid. Auch wenn es nicht so aussieht. Draußen sind sie schön am Werkeln. Ich hoffe, das hört man nicht ganz so sehr. Und ich habe auch übrigens so ein Lifehack ausprobiert, der ist auch ganz cool. Ich habe noch eine Farbe gemacht. Hihi. Brauchen wir gleich. Und zwar, das ist auch ganz cool, das funktioniert nämlich sehr gut. Das habe ich auch in so einem YouTube-Video gesehen. Wenn man einen Wasserhahn hat, der etwas schmutziger und verkalkt ist, ne? Dann ist die Möglichkeit, dass man eine Zitrone mit einem Gummiband runterklebt. Das habe ich über Nacht einwirken lassen. Man kann es natürlich auch kürzer einwirken lassen. Eine halbe Stunde reicht vielleicht auch. Und dann einfach nochmal mit dem Schwamm alles lose machen und so. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich war sehr überrascht. Also ist auf jeden Fall im Bad habe ich das gemacht, weil hier gehe ich ja meistens mit dem Wasserhahn. Da ich diese selten putze im Bad, ne? Den benutze ich halt einfach viel zu viel. Und daher, ja, bin ich schon ein bisschen putzfaul. Funktioniert übrigens aber grandios, muss man ganz ehrlich sagen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. So, und dann würde ich sagen, let's go. Wir plündern mal den Kühlschrank und holen mal die ganzen Sachen da raus. Ich kann aber schon mal die Herdplatte freimachen, weil wir gleich ja irgendwie alles in der Pfanne machen. Ne? Ich habe ein paar Feigen, also ein paar wahrscheinlich zu viel. Ich habe auch Schafskäse oder Ziegenkäse, aber auch viel zu viel. Insofern machen wir eine große Portion anscheinend. Denke ich mal, so wie es aussieht. Mein Kühlschrank sieht aus. So, das wollte gar nicht schlüpfen. Das heitere Chaos. Wir haben auch noch Spargel zu machen. Ah, der kostet eigentlich heute gar nicht dazu, aber den müssen wir machen. Habe ich ganz vergessen. So, wir haben Ziegenkäse. Den guten von Gazi. Ihr seht nichts, weil der Kühlschrank ist davor. Gut. Fruchtzwerge sind auch abgelaufen. Sehr schön. Können wir die auch wegschmeißen? Ich esse im Moment so selten Butter, brauchen wir so selten Joghurts am Morgen. Warum auch immer. Keinen Appetit morgens. So, wo ist denn der Rest? Ich suche noch in meinem Kühlschrank. Hier ist alles etwas sehr voll. Aber wir wollen die Feigen natürlich alle benutzen und nicht die Hälfte liegen lassen. Wäre schlecht, sonst wären die schlecht. Und wir haben natürlich auch etwas Bacon. Ich hoffe, dass der auch noch geht. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann haben wir kein Bacon. Obwohl doch, wir haben doch noch Bacon. Tada, wir haben auch den. Erstmal, wie der riecht. Wenn der nicht gut ist, dann nehmen wir den oder so. Irgendwie so. Den machen wir auf jeden Fall mit dazu. Ja, warum ist das alles so feucht? Weil der ist eigentlich nicht so günstig. Weil das ja Streifen sind, ne? Da riecht aber gut, ne? Wenn die anderen, glaube ich, mal schief kühlen. Das kann man immer machen. Einfrieren geht immer. So.
Der riecht gut. So, und ich habe mir jetzt gedacht, wir nehmen eine Pfanne. Ich mir immer so denke, ob das dann klappt, werden wir sehen. Was ist denn hier schon wieder zu voll? Warum geht der Fisch noch nicht zu? Geht. Geht alles, wenn man will. So, wir brauchen eine größere Pfanne. Wir nehmen mal eine Saupfanne. Das ist nicht die gute. Die Saupfanne. Und dann habe ich gedacht, fangen wir mal mit ein bisschen Butter an. Wir wollen ja karamellisieren ein wenig und ein wenig Zucker. Dafür brauchen wir ein Messer. Wahrscheinlich sind die Leute komplett irritiert. Warum macht sie jetzt einen Kochstream? Sonst ist es doch immer Sonntag. Ja. Wir nehmen auch die salzige. Passt natürlich sehr gut dazu, ne? Egal. Damit. Sie kauft immer viel zu viel. Und dann wundert sie sich, warum der Fisch nicht so geht. Das ist der Rotkohl. Wir machen Sonntag. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Sonntag machen wir irgendwas mit Rotkohl. Was genau, weiß die jetzt nicht. So, wir machen das erstmal mit ein bisschen Zucker und so. Dann schneiden wir schon mal die Feigen, würde ich sagen. Nicht viel, ne? Nur ein bisschen. Da drin machen wir dann gleich die Feigen und ich weiß noch nicht, wie wir das mit dem Bacon machen. Keine Ahnung. Jedenfalls hier ist der Ziegenkäse. Den brauchen wir natürlich auch. Ne? Ich habe. Warum ist denn der so schleimig? Ist ja ekelhaft, ne? Warum ist der so schleimig? Nee. Keine Ahnung, was da ihm über den Weg gelaufen ist. Ich nehme meine Schere im Kühlschrank. Aber so kriege ich das nicht auf, wenn das schleimig ist, ne? Bisschen wack ist das. Naja, wir sind ja hier in der Küche. Das ist eine so große Sauerei. Wie immer. Ekelhaft. So. Aber der ist offen. So ganz schleimige, komische Konsistenz. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Was da wieder im Kühlschrank ist. Will ich auch, glaube ich, gar nicht wissen. So, dann machen wir mal, nein, schneiden wir später. Machen wir mal die Feigen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ey. Aber Feige-Senf gibt es ja auch, zumindest als Dressing. Insofern, ich habe keine Ahnung, wie die gehen, aber wir werden das schon irgendwie herausfinden. Ich glaube, die soll man schälen. Nicht. Ja, ich glaube, Feigen essen nicht so viele Leute so gerne. Das Blöde ist ja auch, in Feigen können sich, glaube ich, auch irgendwelche Tierchen drin versammeln. Deswegen ist auch ganz gut, wenn man die vielleicht schält und so. Oder auch nicht. Gut, das wird wohl nichts mit Schälen. Aber die Schale muss man doch irgendwie abmachen. Egal, wir machen das jetzt so fertig. Auch wenn das nicht richtig ist. Alle gerade irgendwie komisch gucken. Wir machen das jetzt raus. Ich weiß nicht, ey. Aber wir müssen ja doch mal reingucken. Ich glaube, die Schale ist ja nicht gerade zu berühren. Kann ich mir nicht vorstellen. So, Butter und Zucker bitte. Manche sind ja auch schon sehr, sehr weich. Bisschen drüber, so ungefähr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Schale mit essen kann. Ich mache das jetzt so fertig. Ey. Es wird schon irgendwie gehen. Ich habe auch schon Ewigkeiten keine Feige mehr gegessen. Da wir eh zu viel haben, ist es eh egal. Das macht es sehr frisch. Ich weiß nicht, ob man die so schält. Könnte sein, ne? Egal, wir machen da eh gleich Matschepups draus. Matschepups! Hauptsache die Schale ist ab. Das riecht sehr nach Butter. Das ist schon mal gut.
sieht aber gar nicht so gut aus von innen. Ich bin da ein bisschen feige, ja. Was die Feige betrifft. Die schon so matschige Konsistenz hat. Und wegen Tierchen, weil das jemand mal gesagt hat. Das sieht noch gut aus. Hier zum Beispiel sehr, sehr matschig. Wir brauchen nur das Innenleben. Eine Matsche packen wir da. Das, was noch einigermaßen gut aussieht. Was für eine Verschwendung, ja. Macht ja nichts. Hätten die auch auslöffeln können, so wie Kiwis rein theoretisch, ne? Die Schüler ein bisschen härter. Ja, Feigen haben, glaube ich, so ein ganz komisches Level, ey. Wie gesagt, schon Ewigkeiten her, wann ich das letzte Mal Feige gegessen habe. Boah. Kind oder so? Ich glaube, da war ich noch nicht erwachsen. Aber ich habe eine gute Erinnerung an die Feige. Also muss die lecker sein. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie geht immer alles. Also ich wollte auf jeden Fall die Feige gleich da drin karamellisieren. Wenn sich der Zucker mal ein bisschen mit der Swiss Salted Caramel, weil die Butter ja ein bisschen salzig ist. Macht ja auch nichts. Ist ja auch lecker. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber egal. Wir testen alles aus hier. Wir testen alles. Zum Gut haben wir Spargel. Was noch übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob die Butter so gut ist, oder? Hier schon ein bisschen drüber. Ein bisschen nur. Ich muss es gleich mal ein bisschen vermengen, weil das schon ziemlich heiß wird da in der Pfanne. Wenn ich hier mit so weit Pferde mit der, was weiß ich, was werden soll. Wir schämen es mir ja nicht heute. Gott sei Dank. Ja, das sieht exzellent gut aus. Mit der Butter. Da wir auch nicht zu heiß werden, ne? Bei Butter. Der Zuckeranteil war jetzt nicht so groß. Könnte man irgendwie so, ne? Ich traue der Butter irgendwie nicht. Irgendwie traue ich dem gerade nicht, weil das riecht ein bisschen komisch. Wir haben ja noch andere, wir haben ja noch frische Butter. Ich schmeiße sie, glaube ich, lieber weg. Ich traue dem Schinken nicht. Und vielleicht sollten wir uns doch lieber die andere Butter nehmen, die etwas süßer ist. Ja, noch besser ist doch. Ja. Er schmeckt das von dessen nicht. Nee, wenn irgendwas komisch riecht, dann bin ich auch. Lieber vorsichtig. Nehmen wir doch lieber eine neue Butter. Könnte dramatisch enden. Deswegen nein. Also machen wir das mal noch einfach. Ja, heiß ist. Versuchen wir uns nicht zu verbrennen. Und machen das einmal kurz raus. So. Experimentpfanne. So. Einfach das. Nicht kam. Nochmal von neuem. Ich hoffe, jetzt den Speck braten können, ne? Ach, Messer. Gutes Stück da. Eine neue Butter. Wo habe ich denn jetzt den Deckel runter? Die ist so lost. Habe ich den jetzt geschossen? Nee. Oder? Habe ich den jetzt weggeschmissen? Oh, jetzt kam. Hat sie wirklich gemacht, ne? Gut, dass sie oben drauf liegt. Und nicht dreckig ist. Ich habe den Deckel mit weg. So geht das nicht, ne? So, nochmal von neuem. Ich habe noch nichts, was den Kühlschrank so offen lässt. So, etwas karamellisieren, immer noch. Ja, das riecht schon deutlich frischer und deutlich besser. Sorry dafür, aber das schneiden wir raus. Das riecht gut. Das riecht sehr gut. Nach schön geschmolzener Butter mit Zucker. Ich habe dieses mit dem Karamellisieren immer nicht so drauf. Aber es riecht exzellent. Immer gut. So soll das sein. Glaube ich.
Ich glaube, ein bisschen mehr Zucker. Und das nix. Das Problem ist, die Feige an sich hat ja schon einen gewissen Süßanteil, ne? Also darf es auch nicht zu süß werden. Ich glaube, man könnte das auch alles im Backofen machen. Entspannen Sie sich, ne? Und legen Sie sich zurück. Es wird schon. Hoffentlich. Ich überlege. Die Stücke sollten natürlich ein bisschen kleiner sein, ne? Wenn wir das gleich in der Pfanne machen, dann wollen wir das ja nicht da zermatschen, weil die Pfanne soll ja noch ein bisschen erhalten bleiben. Und das, was etwas brauner ist, könnten wir eigentlich auch wegpacken jetzt, Kerl. Aber es geht noch, glaube ich. Es ist verdächtig. Alles, was verdächtig ist, kommt heute weg. Nee, nee. Das sieht so komisch aus. Na gut, Feige ist eh verdächtig insofern. Die ist einfach Feige, die Feige. Wir machen einfach nur Pause, wie immer. Bisschen nichts Neues, ne? So, was ist jetzt nun? Ich glaube, es ist soweit. Wir können Feige reinmachen. Ich glaube, es ist jetzt einfach mal. Wir tun jetzt mal so, als ob es so ist. Genau. Dann den Käse eigentlich mit dazu gleich. Wir hätten nur den Speck irgendwie mal vorher machen können, ne? Weil der braucht ja ein bisschen länger. Können das ja mal so ruhen lassen. Ich hoffe, das schmeckt. Ey, Alter, ich habe gar keine Ahnung. Eigentlich kann da nichts verkehrt dran sein. Weiß ich nicht, ob das nicht zu viel Speck ist. Zu viel schmeckt nämlich aber nicht so gut. Den rühren wir da mal drüber. Der kann ja auch zerschmelzen ein bisschen, ne? Weich werden. Wie gesagt, Backofen, glaube ich, geht auch. Ich glaube es. Wir holen gleich die Mini-Pfanne raus. Machen da eben kurz den Speck noch mit drin. So. Wieder Hände waschen. Ja. Mal das anstrengen. Ja. Jetzt ist da. Die Hände sind voller Käse. Der kann Öl. Moin Brothers. Was gibt's Schönes? Ja, ich weiß auch noch nicht, wie man. Oh, der Chat ist ja. Ganz vergessen umzustellen. Ja, das weiß auch noch kein Schwein. Also so irgendwie was mit Ziegenkäse und Feige. Ich weiß noch nicht, wie ich das Gericht nennen soll, aber das vermengen wir jetzt, lassen das so ein bisschen da in der Pfanne und putzen mal die Speckpfanne hier. Die Speck, genau, Jessica. Deutschkurs wird belegt. Da brauchen wir nichts rein, ne? Keine Butter, kein gar nichts, weil der macht ja eh immer was an hier, der Speck. Alter, ist ja genug Fettanteil drin, das brät auch so. Ich habe nur noch fettige Hände. Und wenn der dann schön gebraten ist, dann können wir den mit dazu packen. Es wird eigentlich ein Pfand, wenn man es so sieht, ne? Irgendwie schon. Es wird irgendwie schon so irgendwas, keine Ahnung. Also ich meine, normalerweise macht man das ja, glaube ich, im Datteln im Speckmantel oder so. Wir machen Feigen im Ziegenkäse. So. Und nicht karamellisiert anscheinend. Wir machen noch ein bisschen Rosmarin mit rein, weil Rosmarin soll man damit reintun. Sag ich jetzt mal so. Eigentlich auch Rotwein, aber den haben wir eh nicht da, weil wir trinken ja nie. Also doch, wir haben schon Rotwein, aber der ist noch von meinem Opa und den öffne ich nicht. Der ist, glaube ich, auch nicht mehr gut. Davon abgesehen, der ist schon ein paar Jährchen alt. Aber es kann nur schmecken, das kann nur schmecken. Und Schafskäse mit Feige ist einfach geil. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe, aber ja, es kann nur geil sein.
da gleich noch den Speck mit rein und dann sieht es aus wie Scheiße. Also in Anrichten war ich noch nie gut, aber gut. Ja, es ist wie es ist, ne? Das können wir ja mal ein bisschen so lassen, bei 4, ja, genau, reicht. Und das bei 8, ja, ist perfekt. Und ich weiß noch nicht, wie lange, was ich mit dem Schwager mache, aber gut. Ob ich den heute noch mache? Muss auf jeden Fall befreit werden hier von seiner Plastikfülle. Falls ihr Spargel noch mal ein bisschen wieder frischer haben wollt, einfach in Wasser einlegen. Funktioniert sehr super. Im Übrigen so. Niedriger, genau, niedriger. Wie gut, dass nicht schon so klein ist, der Spargel. Der hässliche Ausflug. Ja. Oh, der ist viel. Ich glaube, den mache ich später. Bei den Schälen meine ich vom Fernseher. Der ist kacke. Weil der so brüchig ist. Los, danke jetzt hier. Braten, wie kommt der Speck? Also, es wird auf jeden Fall scheiße aussehen. Ich sag so, so wie es ist, ne? Aber ich glaube, das wird richtig Bombe schmecken. Ich mag immer oft diese Kombination, süß-sauer finde ich ja immer richtig geil. Oder salzig, meine ich. Salzig und Zucker. Oder. Ich weiß auch nicht, ob man das hätte einwickeln können in dem Becken. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von diesem Essen. Komm, das erste Mal kaufen. Wir haben schon so vieles ausprobiert und einige sind davon echt gut geworden. Deswegen, ich vertraue mal einfach, dass das jetzt mal was wird. Damit ich zu mit meiner Pizza. Nun ist das immer da. Also. Ich habe mir gedacht, Sonntag, wir machen irgendwas mit Rotkohl, weil ich habe schon so lange keinen Rotkohl mehr gegessen. Und ich kenne immer keine anderen Gerichte außer Weihnachten mit Rotkohl verbunden. Und deswegen habe ich gedacht, ich suche da mal irgendwie ein Rezept raus. Dann halt nicht. Sonst verrate ich ja immer nie, was wir sonntags machen. Aber ja, irgendwas, was man nicht mit Weihnachten zu tun hat. Was sonst so geräucherte Pute mit Knödel und oh, ich liebe das, ne? Mit Rotkohl. Lecker. Haben wir auch schon mal gemacht im Stream. Aber es muss mit Rotkohl doch noch andere Möglichkeiten geben, außer Weihnachtsessen. So. Keine Ahnung. Also mein Handy, also meine Kamera geht nicht aus, weil ich vergesse, den Akku zu laden. Ja, moin. Ah. War ja auch spontan hier heute. Gar nicht geplant, in der Küche zu stehen. Das ist nur sonntags geplant. Aber ich habe mir gedacht, wenn das Sonntag können wir nicht bringen, weil wir treffen uns ja wieder in unserem Nachbarschaftsrudel. Und das wäre ein wenig zu wenig für 5 Personen. Ich weiß nicht, ob wir wieder 6 sind. Am Sonntag. Insofern, da muss größeres gekocht werden und nicht nur so eine Babyportion. Sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Was mache ich jetzt mit dem Spargel? Ich hätte ihn auch einfrieren können, ne, Jessica? Problem ist, meine Tiefkühle quillt langsam über zu viel Essen drin. Jedenfalls ist es nicht verkehrt, den Spargel in Wasser zu legen. Das ist so, wie es ist. Dadurch riecht er auch schön, wenn ihr so einen Scheißspargel habt, so wie ich gerade, den man eigentlich nur für Scheiße essen nehmen kann, dann, weil ist nun mal der deutsche Spargel ist nun mal der beste. Wollen wir nicht drüber reden. Wenn man den schön im Wasser einlegt, so eine halbe Stunde, Stunde, dann ist er auch schön knackig, so. Weil der dann schön Feuchtigkeit aufnimmt. Der wird dann richtig gut. Und dann lassen wir den mal da in der Schüssel. Kann er gerne rumgammeln. Oder wir machen Spargelsuppe draußen, dann geht auch immer noch.
Zum Ende geht immer Spargelsuppe. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. So, schön knusprig oder was? Halt auf der anderen Seite, ne? Ja, auf jeden Fall, ich muss meinen Kühlschrank leerer kriegen, besonders insofern. Müssen wir mal kurz einen Kochstream einlegen. Und nicht jeden Tag Pizza essen. Obwohl ich es so gerne mache. Ich kann wirklich jeden Tag Pizza essen, gar kein Problem, ne? Den Saft werden wir da auch mit reinnehmen, aber ich liebe so diesen Bacon-Saft, ne? Oh, der ist so lecker. Den kannst du überall mit essen und mit reinmachen. Das ist auch so cool, wenn man zum Beispiel Bacon brät oder sowas und dann schön in so, es gibt ja Bacon Muffins zum Beispiel auch, wenn man den Saft nimmt und den noch mit in Kuchen reinpackt. Ne? Ganz besondere Note. Ist, also manche Leute würden denken jetzt den Schlaganfall oder so, aber es ist ungelogen. Also manchmal die verrücktesten Sachen sind echt lecker. Ne? Glaubt mir, kein Fall. Aber ich hoffe, der ein oder andere macht vielleicht auch mal was nach. Man kann sich dann vom Gegenteil überzeugen, dass ich auch manchmal recht habe. So, es sieht sehr gut aus, Freunde der Natur. Wir drehen mal beides aus. Lassen das noch ein Minütchen und dann vermengen wir beides zusammen und hoffen, dass das eine ganz wilde Kreation wird. Hoffen. Eigentlich kann es nur gut werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es scheiße wird. Ich kann es schön riechen, wie immer. Ja, also ich habe immer noch keinen Nachthemd an, aber es sieht wirklich aus, als ich das bestellt habe, habe ich gedacht, das sieht als auf dem Foto anders aus, ne? Also es sah schon so aus, aber es sah aus wie ein Kleid und nicht wie ein Nachthemd. Wenn ich das anders sieht als wie ein Nachthemd. Sehr komisch. Cringe. Auf jeden Fall ist das jetzt easy schnell gemacht, das Essen, ne? Das war jetzt ja nicht gerade wirklich, ja, halbe Stunde, ne? Ich bin selbst nicht derjenige, der gern in der Küche steht und schnibbelt. Aber man muss sagen, dieses faul und keine Ahnung verstehe ich nicht so ganz mit Küche und so, weil es gibt so schnelle Gerichte und so zack, zack, schnell zu machen. Nee, ist scheißegal. Wir nehmen heute mal fertig. Ist okay. Ist okay. Und so easy zu machen, verstehe ich nicht, warum man nicht einfach mal ein bisschen in der Küche steht und ein bisschen was zu essen macht. So. So. Das sollte jetzt aber sowas von fertig sein. Es riecht auf jeden Fall gut. Ich kann mir vorstellen, dass es auch gut schmeckt. Wir werden es sehen. In 2 Minuten, wenn es abgekühlt ist. Ich rieche mal an. In der Schüssel. Ich esse ja so ungern im Teller. Aber letztes Mal das Essen Sonntag hat auch ausgesehen wie ausgekotzt. Hat aber super geschmeckt. Hat super geschmeckt. Manchmal muss man, ich weiß, das Auge ist mit. Ich würde auch gerne netter anrichten, aber es ist heiß. Es ist heiß. Aber ich bin im Anrichten einfach nur mal grottenschlecht. Bei mir muss alles seinen Zweck erfüllen und nicht, weil, also, wenn ich das jetzt jemandem vorsetze, okay, gut, es sieht auch schon fettig aus, ne? Durch den Bacon. Wenn ich das jetzt jemandem vorsetze, der würde sagen, was soll das? What the heck? Ja. Kann ich verstehen. Oh, aber es riecht. Oh, deliziös. Ich hab hier überall, mein Tattoo blättert langsam ab. Soll es ja auch, ne? Die Kruste, meine ich. Blättert nicht ab, es bleibt. Letztens wollte mich jemand ärgern und hat gesagt, na, ist dein zweites Henna-Tattoo fertig? Sag von wegen Henna-Tattoo. Aha. Hätte ja sein können, aber nein. Ich esse auch das, was ich, ja. Es ist ein bisschen heiß. Ja, Hals, oh mein Gott. Hals, oh.
Aber wie lecker. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, immer noch nicht die Muffinform gefunden. Ich habe allerdings in meinem Schrank auch immer noch nicht rumgekramt. Das muss ich auch mal tun. Also es ist auf jeden Fall, dieses Gericht ist nicht für Leichtfüßige, ne? Wenn man bedenkt, wie viel Fettanteil da drin ist. Gut, die Feige jetzt nicht, ne? Aber der Käse, der Bacon ist nicht gerade für schlanke Nähe. Es ist nur mächtig heiß. Ich werde hier gleich auf jeden Fall Remi-Demi machen. Ich habe schon überlegt, nächste Woche einen Stream daraus zu machen, wie ich die Bude putze. Weil ich werde sogenannten Frühjahrsputz machen. Muss man ja nur mal einmal im Jahr mal machen. Und ich hätte gedacht, dass der Bacon zu viel ist, aber nein. Es ist echt lecker. Wunderbar. Nicht zu viel. Man schmeckt jede Note quasi raus. Also man schmeckt die Feige raus, den Käse, Rosmarin auch so eine kleine Nuance und halt den Bacon, ne? Aber das Combo ist Porno. Ich kann mir vorstellen, dazu jetzt noch ein leckeres Brot. Es ist sehr mächtig. Man könnte auch Bohnen dazu essen, so als Leichtigkeit. Würde, glaube ich, dazu passen. Sehr gut sogar. Es ist sehr mächtig. Oder ein Stück Fleisch. Also ich glaube, sowas ist eher so als Beilage. Und nicht so wie ich esse, wieder als Vollmahlzeit. Ja, auf jeden Fall werde ich jeden Raum einzeln putzen. Dafür werde ich auch einen Tag benötigen, glaube ich. Weil man alles macht, wirklich alles, von A bis Z, braucht man seine Zeit. Mit Fenster, mit jede Ecke, Staub, alles. Den Schrank auswischen und so. Und dauert schon. Also ich finde, man kann das wirklich essen. Sehr lecker. Nur auch sehr heiß. Es ist nur sehr geschmacksintensiv, ne? Aber man muss ja wirklich mögen. Und halt. Ich glaube, es knirscht ein bisschen, weil der Zucker nicht ganz karamellisiert ist. Aber nicht schlimm. Es ist für die Hüfte. Wo sind eigentlich meine ganzen perversen Männer hier, die vorhin da waren? Oh, kalt. Ach, und kalt schmeckt auch nicht. Ich nenne sie jetzt immer die Perversen. Ja gut, wenn man ein perverses Game zockt, dann. Es dauert, bis es abkühlt. Ja, ich pflanze mich wieder auf die Couch. Ich warte, bis es ein bisschen abgekühlt ist, weil macht das keinen Sinn. Zu essen. Ich wollte auch nur einen kurzen Stream machen. Daher, halbe Stündchen passt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns allerspätestens Samstag wieder. Haut rein. Ciao, ciao.